Die Heilkraft Baden-Badens haben sich die alten Römer schon vor 1900 Jahren zunutze gemacht. Sie errichteten Thermen hier, die man übrigens zum Teil noch besichtigen kann. Auch im letzten Jahrhundert gab es viele Prominente und Große, die hier kurten. Kaiser Wilhelm, Kaiserin Augusta oder der fantastische russische Schriftsteller Dostojewski, genauso wie Clara Schumann, Johannes Brahms oder Franz Liszt. Und letztere machten Baden-Baden zu einer Wiege musikalischer Salonkultur. Folgen Sie mir jetzt bitte aus dem großen Saal des Baden-Badener Theaters, der übrigens im Stil der Pariser Oper errichtet wurde, in den Spiegelsaal des Theaters. Sie wissen, die Straußschen Walzer sind in der ganzen Welt beliebt und auch in diesem Jahrhundert haben sie noch moderne Komponisten angeregt, Bearbeitung zu machen. Unter anderem Schönberg und seine Schüler. Und einen besonders schönen Walzer hat Anton von Weber für ein Ensemble eingerichtet. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist das Salonorchester der Philharmonie der Nation. Wir spielen jetzt den Schatzwalzer von Strauss.